Berechtigter Hype um Ischgl, bestes Skigebiet in den Alpen oder doch nur versiffte Partyhochburg? Das und vieles mehr erfahrt ihr in unserem neuen Video. Einfach geil. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin mit der Andrea in Ischgl unterwegs und wir nehmen euch bei Kaiserwetter und leichtem Pulverschnee mit durchs Skigebiet und natürlich auch ein bisschen mit auf Après-Ski. Ab geht's, Sonne und noch unverspurte Tracks. Ischgl hat sich im Laufe der Jahre zu einem meiner absoluten Lieblingsskigebiete entwickelt. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann ist dieses Video genau richtig für euch. Ey, mehr Sonne geht ja gar nicht. Nee? Schon früh bin ich in die Gegend gekommen, als ich 2008 bereits in Galtür meinen Landesskilehrer gemacht habe. Doch Ischgl habe ich damals gar nicht richtig wahrgenommen. Und auch als ich das erste Mal einen Tag Skifahren in Ischgl war, habe ich noch nicht verstanden, wie schön dieses Skigebiet ist. Denn von den großen Liftanlagen und den vielen Leuten ist man schnell mal überrumpelt. Heute ist der dritte, oder? Dritte, erste, 24. Ja, yeah, und es hat neue Schnee, Sonne und bis jetzt ist auch okay von den Leuten, oder? Voll. Nur ganz in der Früh halt, bei der unteren Gondel. Ja. Aber hier oben ist jetzt echt ein Traum. Es ist einfach geil. Einfach geil. Anders als in den Skigebieten, in denen ich mich zu Hause fühle, ist das Panorama in Ischgl hochalpin und man sieht auf viele 3000 Meter hohe Gipfel. Wir hatten richtig Glück, denn oben hat es nochmal raufgezuckert und so konnten wir die ersten 2 Stunden mit vielen Tiefschneeschwüngen sogar direkt neben oder noch auf der Piste verbringen. Allerdings ist es oben auch schnell mal windig. Wie ihr seht, weht der Schnee da schon ordentlich durch die Gegend. Was für ein Ausblick, jetzt sind wir am Palinkopf oben. Ischgl ist das drittgrößte Skigebiet in Tirol und kann auch mit der Tirol-Card benutzt werden, weshalb ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne und oft in Ischgl unterwegs war. Und dadurch konnte ich den besonderen Flair von Ischgl kennen und lieben lernen. Und nun der Ausblick von der langen Wand aus. Es ist wirklich unbeschreiblich, wenn ihr das Glück habt, so wie wir, Ischgl bei einem Tag mit Sonnenschein erleben zu dürfen, wo es vielleicht auch noch ein bisschen Neuschnee hat, sodass alle Berge wirklich eingezuckert wie aus einer Wintertraumlandschaft aussehen und ihr dann von Lift zu Lift immer mehr ins Staunen kommt, weil ihr gar nicht wisst, welche Ecke nun die schönere ist, dann sage ich nur willkommen in Ischgl. Ich kenne kein anderes Skigebiet, das mich mit den Panoramen so sehr verzaubert wie dieses. Der höchste Punkt, den man im Skigebiet Ischgl erreichen kann, liegt auf 2872 Metern, was schon recht hoch ist, aber eben nicht so hoch wie zum Beispiel in Sölden. Auch ein bisschen Nostalgie-Feeling ist möglich, denn wir haben noch einen Schlepplift entdeckt. Erstaunlich fand ich auch, dass wenn man ein bisschen weiß, in welche Richtung man sich vielleicht bewegen soll, hat man wirklich nur ganz in der Früh an der ersten großen Gondel einen ordentlichen Rummel von Leuten. Aber dann kann man der Masse gut entgehen und hat weder lange Liftschlangen noch einen großen Betrieb auf den Skipisten. Wir sitzen in der Wissnitzbahn und das ist nun gerade unser Ausblick. Das ist jetzt schon die Schweizer Seite, da kommt man von Sandnauen rauf. Also quasi alles, was Richtung Idalpe geht, ist ganz schön überlaufen und voll, aber natürlich auch mit der tollen Partystimmung. Und alles, was so ein bisschen in die Randbereiche geht, wie zum Beispiel Richtung Gampe oder eben Richtung Samnaun, dann ist man eigentlich schon wieder ziemlich alleine unterwegs und kann auch noch einige Tiefschneeschwünge finden, selbst wenn man wirklich nahe der Piste bleibt. Übrigens liegen in Ischgl angeblich 90% aller Pistenkilometer über 2000 Meter Höhe, wodurch sie dann Werbung für ihre unglaublich tollen Pisten machen. Ich finde, das hat Vor- und Nachteile, denn dafür ist es natürlich auch umso windiger und kälter. Allerdings ist das Panorama unschlagbar und das ist ein absolutes Top-Highlight für mich, denn das gibt ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Geil, das schaut aus wie im Bilderbuch. Bilderbuch-Panorama, oder? Voll geil.
Wenn ihr jetzt schaut, dann ist wirklich nicht viel los auf den Pisten und man kann frei und vergnügt durch die Gegend schwingen. Allerdings habe ich auch ein paar Kontrastaufnahmen für euch dann noch gemacht. Sicher kennt ihr mittlerweile alle diese komplett überlaufene Talabfahrt. Und von der habe ich natürlich auch Bilder eingefangen. Aber die kommen später. Bei uns geht es jetzt auf die Greizspitze mit 2872 Meter, der höchste Punkt im Skigebiet Ischgl. Und so schaut es dann hier oben aus. Traumhaft. Aber es steht schon Buckel auf. Ischgl bildet gemeinsam mit dem Schweizer Ort Samnaun in Graubünden, welches als nahegelegenes Shoppingparadies gilt, die Silvretta Arena. Dem Sturm zu trotzen machen wir uns jetzt auf die Schmugglerrunde bis nach Samnaun runter. Wir haben allerdings keinen Shopping-Trip geplant, aber wir möchten unbedingt die Schmugglerrunde fahren, denn dort erwartet uns nochmal ein anderes eindrucksvolles Panorama und ein weiteres Highlight, wenn man wieder zurück ins Skigebiet nach Ischgl fahren möchte. Wer jetzt genau schaut, kann zwischen den Windböen das Schild mit der Aufschrift Samnaun erkennen. Das heißt, wir sind bereits auf die Runde abgebogen und einige Leute tun uns das gleich, doch trotzdem verläuft sich's auf dieser großen und langen Piste wunderbar und nicht nur wegen dem Panorama, sondern eben auch wegen dieser wunderschönen Abfahrt liebe ich genau diese Runde. Später geht's dann aber auch noch direkt an Samnaun vorbei, was für mich auch ein absolutes Highlight ist, denn wo kann man direkt an einem Skiort komplett vorbeifahren? Mit den Skien angeschnallt, nicht im Skibus. Jetzt einfach mal so ehrlich mit euch und gebe zu, dass ich vor allem nach Ischgl fahre, weil ich dann natürlich auch Après-Ski erleben möchte. Denn ich bin im Skigebiet Kitzbühel groß geworden, weil meine Eltern da eine Hütte hatten und ich das Privileg hatte, dort wirklich jedes Wochenende und in den Ferien sein zu dürfen und kenne das Skigebiet dementsprechend wirklich wie meine Westentasche, vielleicht sogar ein bisschen besser und genieße es auch sehr, dort Ski zu fahren. Aber wenn ich dann in Ischgl unterwegs bin und die Pisten erleben darf, dann bin ich jedes Mal komplett geflasht, wie schön es dort ist. Und ja, dann bin ich froh, dass ich nicht nur zum Après-Ski gegangen bin, sondern eben auch Skifahren. Ja, war super. Mega. Bin nur gespannt, wo diese Hütte kommt. Was ich euch damit sagen will, selbst wenn ihr keinen Bock auf Après-Ski habt, gebt Ischgl mal eine Chance, denn es ist wirklich ein unglaublich schönes Skigebiet. Und man muss ja auch nicht unbedingt genau in den Weihnachtsferien hinfahren, denn ich glaube, es war absolut alles ausgebucht. Wir haben eins der letzten Zimmer ergattert, dementsprechend teuer war es auch, aber das war es uns wert und wir sind mit diesem wunderbaren Tag belohnt worden. Für die unter euch, die Skifahren und Biken, hier geht im Sommer auch das Ischgl Iron Bike rauf, also der Bike-Marathon. Und man glaubt nicht, wie steil das ist. Wenn man mit den Skien runterfährt, denkt man ja, es wäre flach. Es ist so schön! Samnaun, aber eigentlich suchen wir noch eine Hütte zum Einkehren, oder? Hütte, wo bist du? Hier, Restaurant. Hast du Hunger? Ja. Ja, ich auch. Ja. Wir kennen zwar die Pisten, aber die Almen kennen wir nicht. Gutes Zeichen für uns. Jetzt wird gegoogelt. Direkt an der Dorfstraße. Eine Minute. Perfekt. Sollten wir schaffen, oder? Sollten wir schaffen. Drückt uns mal die Daumen. Ich habe Schoki im Rucksack. Hey. Du aber nicht? Nein. Aber du bist auch nicht so der Schoki-Tiger, glaube ich. Nein. Kann ich nicht verstehen. Scheint recht einfach zu sein. Werden wir finden. Ah, das ist es, glaube ich, schon, oder? Oh Mann, haben wir jetzt ganz umsonst so einen gemacht? Ja, das Essen ruft. Im Nachhinein war die Alm zu finden gar nicht so schwer, weil Platz zu finden scheint schwierig. Ist alles reserviert. Und dann hatten wir Glück und einer der Kellner hatte Erbarmen mit uns und hat uns einen super Platz direkt auf der Empore gegeben, was ich für einen Zeitraffer für euch genutzt habe. Jetzt habe ich euch ein bisschen was von dem Gewusel in der Hütte gezeigt, aber da unten ist viel spannender, da wird die Pizza gemacht. Vielleicht machen wir da noch einen schnellen Zeitraffer. Das sah unglaublich gut aus, was er alles auf die Pizza gelegt hat, doch wir haben was anderes bestellt. Da, geilo. Das sieht beides super aus. Und falls ihr wissen wollt, wo wir sind? Schmugglerrunde. Und was sagst du geschmacklich? Ja, geil. Mega. In der Schweiz darf natürlich die Schoki nicht fehlen, diesmal in Form von heißer Schoki.
Bei uns geht's wieder weiter. Wir haben die Pause zeitlich ganz gut erwischt. Jetzt ist es erst so richtig voll geworden. Ich bin gespannt, was bei der Gondel los ist. Hoffentlich nicht zu viel. Und wir nehmen jetzt hier gleich mal einen Shortcut, würde ich vorschlagen. Für Faulies. Ja, die Ortschaft ist eben Samnaun. Hier kann man zollfrei einkaufen. Habe ich aber noch nie gemacht, muss ich gestehen. Sieht aber immer mega süß aus mit dem Schnee, wenn man hier so vorbeifetzen kann. Wir fahren jetzt dann gleich richtig spektakulär mit so einer doppelstöckigen Gondel wieder zurück nach Ischgl. In Samnaun gibt es übrigens auch diesen Wohnmobilstellplatz. Den finde ich ja auch immer cool. Boah, was für ein Schiff. Da ist sie schon, die große Gondel. Sie ist doppelstöckig, man kann also oben einsteigen und unten. Wobei wir uns diesmal für unten entschieden haben. Yay, wir sind wieder oben angekommen, aber es ist tatsächlich ziemlich spektakulär. Zurück von Samnaun sind wir wieder oben. Für uns geht es langsam Richtung Patac, da wollen wir nämlich unbedingt noch die Talabfahrt machen. Und später dann noch zum Gampen Hanitaya. Wohin sonst? Es ist mega schön. Das ist der Weg Richtung Idalb runter und dann fahren wir zum Patac rüber. Da waren wir heute noch gar nicht. Es wird Zeit. Wusstet ihr, dass Ischgl, bevor es die erste Gondel bekommen hat, eines der ärmsten Dörfer in Tirol war? Dort gab es nur noch ca. 430 Einwohner. Erst 1963 wurde dann die erste Gondel gebaut und damit kam auch der Aufschwung. Hier ist der Nabel der Welt in Ischgl. Hier kommt alles zusammen. Die Idalb. Das ist ja die zweite große Gondel von Ischgl rauf, aber die haben wir ja nicht genommen. Weil wir diesmal direkt im Zentrum gewohnt haben und so die Silvretta-Gondel direkt zur Idalb raufgenommen haben. Wie bereits erwähnt, kam der Aufschwung nach Ischgl, nachdem die erste Gondelbahn gebaut wurde. Doch das war nicht genug. Sie strebten ein Konzept mit Entertainment an. Und deswegen gibt es nun die großen Konzerte zum Saisonstart sowie zum Saisonende. Begonnen hat das Ganze mit dem allerersten Konzert 1995 mit Elton John. Das sieht schon geil aus. Der neue Verlil-Ecklift ist auch richtig cool geworden. Das ist halt ein Monster. Jetzt nichts mehr los, keiner will mehr hoch, zu buckelig. Und wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns, damit wir zum Abschied zur. Wo fahren wir hin? Thaya. Thaya, genau. Komm hin. Bin gespannt. Ich war so gespannt, weil ich fast nie bei der Thaya war bis jetzt, denn eigentlich will ich Skifahren, wenn ich schon am Berg bin und das schneidet sich immer so ein bisschen mit den letzten coolen Sonnenstunden beim Skifahren oder eben ein, zwei Stunden für ein bisschen Party noch am Berg abzwacken und meistens entscheide ich mich für Skifahren. Diesmal wollte ich aber auch noch ein bisschen was vom Après-Ski am Berg erleben. Bekanntlich setzt Ischgl auf sämtliche Superlativen. So gibt es zum Beispiel 3 Fünf-Sterne-Hotels und 8 Haubenrestaurants. Ehrlich gesagt habe ich weder von den Restaurants noch von den Hotels allzu viel mitbekommen bis jetzt. Einzig manchmal ärgere ich mich etwas, dass es keine günstige Unterkunft zu buchen gibt. Da ist dann Italia, aber wir fahren noch eine Runde. Wir sind fleißig. Das war jetzt der Hellspitzsessel. Die letzten Sonnenstunden sind für mich einfach die allerschönsten, wenn die Sonne langsam Richtung Berggipfelchen nach unten geht und man weiß, man muss sie jetzt besonders schätzen, denn bald ist sie weg. Das ist dann aber auch der Zeitpunkt, wo die Sonnenstrahlen einfach am allerschönsten aussehen und sich so gut für Aufnahmen eignen.
Irgendwann muss am Berg die Musik natürlich abgedreht werden, aber da gibt es schon ein paar erfinderische Geister. Doch wenn die Dämmerung einsetzt, dann heißt es für alle ab auf die Talabfahrt. Und dadurch, dass die Abfahrten oben sehr breit sind, aber unten alle in diesem schmalen Ziehweg landen, ja, ist es entsprechend voll. Und die Talabfahrt ist eine kleine Schlacht, aber auch ein Erlebnis. Und die Talabfahrt endet dann ziemlich genau an den nächsten Après-Ski-Lokalen. Für uns geht es dann meistens direkt in die Trofaner Alm. Mit diesen Ischgl-würdigen Aufnahmen beende ich das Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch sehr. Bis zum nächsten Mal.